was erwartet uns heute Abend? Viele Überraschungen und ein paar neue Zaubertricks auch dabei. Maybe one little melody here now. Really? For me? Ooh, for you. Let me think. What can I sing for you? Somewhere over the rainbow. Staunen, lachen und genießen. Freuen Sie sich auf eine atemberaubende Show der Superlative mit der Weltelite der Akrobatik, Zauberei und Comedy. Also ich bin der Moderator dieser Show, dieser wirklich fantastischen Show, dieser grandiosen Atmosphäre im Palazzo in Mannheim und moderiere die Show, mache eine Mischung aus Stand-Up-Comedy und Zauberei mit dem Publikum zusammen, praktisch so ein gemeinsames Miteinander. Das Ganze ist sehr lustig, das Ganze ist sehr locker und manchmal auch ein bisschen frech. Doppelweltklasse-Artistik präsentieren, meine Damen und Herren. Doppelweltklasse-Artistik, die Sie auf 3 Metern Durchmesser noch nie erlebt haben. Und natürlich wird es magisch. Es liegt Magie in der Luft, meine Damen und Herren. Sehen Sie heute Abend magisches Zustaunen. Ich habe wirklich sehr selten in einem so wunderbaren Programm gespielt. Wir haben die besten Handstand-Acts, die zurzeit überhaupt auf der Welt gibt, Scherbak und Popov im Programm. Wir haben eine Sandmalerin im Programm, die eine Kunst präsentiert, die so selten und so ins Herz geht. Die Natalia Netzila, eine wunderbare Künstlerin und wirklich ein Erlebnis, diese Sandmalerei live zu erleben. Die Qualität, die wir von Anfang an verfolgt haben, einfach die besten Künstler hier nach Mannheim zu bringen, ob das Comedians, Akrobaten oder Artisten sind. Wir kümmern uns sehr früh um diese Künstler und geben denen auch die Sicherheit, dass sie hier gut behandelt werden. Wir geben denen eine großartige Plattform, wo die ihre Kunst darbieten können. Und wir haben ja zum Beispiel in diesem Jahr jetzt mit den Kanakovs eine Zirkusfinalnummer das erste Mal engagiert. Das geht normalerweise gar nicht. Die brauchen eigentlich 14 Meter Höhe. Und wir haben nur 8 Meter Höhe. Trotzdem haben die sich das hier so genau zurechtgeschnitten, dass die auch diese Zirkusnummer hier in unserem kleinen Palazzo Spiegelpalast zeigen werden. Steht Harald Wohlfahrt, einer der Spitzenköche überhaupt, 3-Sterne-Koch. Herr Wohlfahrt, das wievielte Jahr sind Sie jetzt schon dabei? Ja gut, hier in Mannheim bin ich bei Lazzo zum 10. Mal. Das ist natürlich für mich auch eine ganz tolle Sache, dass ich hier seit 10 Jahren eben das Palazzo betreuen kann. Jetzt gibt es auch dieses Jahr wieder was ganz Besonderes. Also Sie toppen es ja jedes Jahr. Wie schaffen Sie das eigentlich? Ja gut, es ist eine Herausforderung, dass man einfach sich Gedanken über die neuen Dinge macht. Was man bis zur Stunde gemacht hat, weiß man. Man nimmt immer wieder Erfahrung aus einer vergangenen Saison mit und versucht das zu optimieren, neu zu beleuchten und dann einfach für ein neues Jahr wieder zu optimieren und sich dann neu aufzustellen, neu zu formieren, um es dann noch besser zu machen. Was gibt es denn diese Saison? Können Sie uns da einen kleinen Einblick geben?
Ja gut, das Menü sieht so aus, dass wir also 4 verschiedene kleine Vorspeisen machen. Der zweite Gang wird sein, eine konfierte Lachsschnitte mit einer Macadamia-Nussfrüchte. Dazu ein Kürbiskuli, das mit Ingwer aromatisiert wurde. Zum Hauptgang gibt es Zweierlei vom Kalb mit einem Kartoffeltrüffelstampf mit Wirsing. Dazu eine Essagon-Schü. Und zum grünen Abschluss gibt es ein Ananas-Carpaccio mit einem Sorbet von exotischen Früchten und einem Kokosnussschaum. Absolut genial, eine super Show. Nachdem ich schon viele Jahre hier die Show genießen darf, gehört sie eigentlich einfach zu der Weihnachtszeit dazu. Es ist ein Riesenabschluss für das laufende Jahr und Rolf Walschbach und sein Team haben sich einfach wieder gesteigert. Mittlerweile gehört die Show zu Mannheim wie der Wasserturm. Mein viertes Jahr in Mannheim, meine vierte Palazzo-Saison und ich kann nur jedem empfehlen, hinzugehen, einfach mal ein wenig den Alltag vergessen und sich verwöhnen lassen. Natürlich kulinarisch, aber auch die anderen Sinne werden hervorragend angesprochen. Tolles Programm, Gratulation den Machern vom Palazzo, Harald Wohlfahrt, Radio Regenbogen 2011. Also wir haben in diesem Jahr erneut eine Steigerung, das geht ja schon seit Jahren jetzt so und haben jetzt inklusive den Exklusivbuchungen rund 20.000 Tickets verkauft. Und das ist also deutlich über Vorjahresniveau und ja bereits die Verlängerung bis 5. Februar angekündigt, also noch im Prinzip vor der ersten Show verlängert. Also das hatten wir noch nie. Das ist schon eine besondere Situation. Ohne Schmu, dieses Jahr absolut top. Das Beste, was ich bisher in einem Spiegelzelt überhaupt gesehen habe. Und ich glaube, ich kann das sagen, weil ich bin aus dem Europapark und wir machen selber Dinner-Show. Bisschen anders vom Stil her. Aber was hier geboten wird an Artistik, an Show und die Kostüme, wirklich klasse. Wie immer, Palazzo ist eine Reise wert. Und ich denke, ich werde nicht einmal da sein, sondern 4-5 Mal. Wie immer. Also staunen, lachen und genießen war auf jeden Fall das Motto heute bei Ihnen. Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich immer ein Genuss, mit Leuten am Tisch zu sitzen, dann wieder mal ohne zu quatschen, nur zu gucken. Und wenn so hübsche Mädels tanzen, das macht wieder Spaß. Das Palazzo hat es mal wieder geschafft, das Publikum zu begeistern und das Niveau zu steigern. Freuen Sie sich auf die neue Palazzo-Saison 2011-2012. Das war Ihre Tina Wagner direkt aus dem Palazzo.